Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam, rasulillah, wa alihi, wa sahbihi, ajma'in. Nachdem der Prophet, alaihi salatu wassalam, die erste Offenbarung bekommen hat, ging er zu Khadija, danach zu Waraka bin Naufel. Es ist nun an der Zeit oder passend an dieser Stelle über Offenbarung allgemein zu sprechen. Was ist eine Offenbarung überhaupt? Weil der Prophet ist hiermit Prophet geworden, durch diese erste Offenbarung, die er bekommen hat, wo der Engel Jibril ihm in Person erschienen ist. Das war der Anfang des Prophetentums. Und prinzipiell, Ibn Qayyim al-Jawziyya erwähnt 7 Arten von Wahi, ja, die der Prophet alaihi salam bekommen hat, 7 Arten von Offenbarung, die der Prophet alaihi salam bekommen hat. Ich will auf die 6 wichtigsten und einfachsten davon eingehen. Und die gehen alle zurück auf einen Vers im Koran, nämlich in Sure 42, Vers 51. Und diesen Vers sollte man am besten auswendig lernen. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. Das heißt, es geziemt sich nicht für einen Menschen, dass Allah mit ihm spricht, außer durch Wahi, hier wird Wahi genannt, Offenbarung, obwohl das andere eigentlich auch eine Offenbarung ist. Au min wara Hijab, oder hinter einem Hijab. Oder dass er einen Gesandten sendet, der ihm das offenbart, was er will. Zu der ersten Art sagt Allah subhanahu wa ta'ala, oder zu der ersten Art sagt, entschuldige, nicht Allah subhanahu wa ta'ala, sondern al-Barawi, das heißt, illa wahyin, weil hier werden 3 Kategorien genannt. Zu der ersten Kategorie illa wahyin gehört erstmal der wahre Traum. Und wir haben schon gesagt, dass der Prophet alaihi salatu wassalam schon bevor er Prophet geworden ist, 6 Monate lang andauernd wahre Träume gehabt hat. Das wird im dritten Hadith im Bukhari überliefert von Aisha radiallahu anha. Awwalu ma budiya bil wahyu ar-ruya saliha. فَكَانَ لَا يَرَّ رُؤْيَنْ فِي الْمَنَامِ إِلَّا جَا مِثْلَ فَلَقِ السُّبْ. Das heißt, er hat dann keinen Traum gesehen, außer dass er kam so klar wie der Morgen. Das heißt, der Prophet hatte 6 Monate, bevor dieses Ereignis in der Höhle passiert ist, andauernd wahre Träume gehabt. Er hat etwas gesehen und dann hat es sich kurze Zeit später genau so ereignet, wie er es im Traum gesehen hat. Jetzt haben wir gesagt, das ist Wahi. Aber das ist nicht der Wahi, wodurch er zum Propheten wurde. Und der Prophet, alaihissalam, sagt über die wahren Träume, dass sie 1/46 vom Prophetentum sind, das bleibt. Und deswegen gibt es das heute noch, dass jemand zum Beispiel im Traum etwas sieht und sagt sich nachher, boah, das habe ich doch geträumt. Das ist doch genau so, habe ich das doch vorgesehen. Das ist 1/46, was bleibt. Hier muss man auf 3 Arten von Träumen eingehen, die es insgesamt gibt. Es gibt einmal den Traum von Allah subhanahu wa ta'ala, das ist eine Bushra, das ist eine frohe Botschaft, dass man etwas Gutes sieht. Das ist eine gute Sache. Dann gibt es Albträume. Wie geht man mit Albträumen um? Albträume sind vom Scheitan, um dich zu stören, um dir dein Leben schwer zu machen. Und deswegen, wenn ein Albtraum kommt, erzähle keinem davon, leg dich auf die andere Seite und sag A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim und spucke leicht 3 Mal über deine linke Schulter. Und beachte es nicht und erzähle es keinem weiter. Weil das ist das, was der Satan will. Er will, dass man diese Sachen weitererzählt, ja, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Das heißt, Albträume nicht beachten. Und dann gibt es Träume über Dinge, mit denen man sich die ganze Zeit beschäftigt. Das heißt, man beschäftigt sich die ganze Zeit mit irgendetwas und dann sieht man es im Traum und das hat auch keine Bedeutung. Das heißt, wenn du beispielsweise die ganze Zeit am deiner bestimmten Arbeit beschäftigt bist und dann siehst du dich bei der Arbeit, das hat keine Bedeutung. Das heißt nochmal, 3 Sachen von Träumen. Gute Träume, Albträume und neutrale Träume. Gute Träume soll man als eine frohe Botschaft sehen, wenn man etwas Schönes im Traum sieht. Man sieht den Propheten a.s.w. oder man sieht beispielsweise jemanden mit weißer Kleidung. Man soll es als eine frohe Botschaft sehen.
schlechte Träume, Albträume oder neutrale Träume. Jetzt gibt es an dieser Stelle noch etwas anderes zu erwähnen, was ich direkt an dieser Stelle machen will. Es gibt viele irregegangene Gruppen, die ihre Akida auf Träume stützen und dann sagen, ja guck mal, der Prophet hat doch gesagt, 1/6 des Prophetentums bleibt über euch. Und dann fangen sie an, ihre Akida zu verändern oder bestimmte gottesdienstliche Taten einzuführen. Wie antworten wir darauf, wenn jemand sagt, von Alul Bidda, von irgendwelchen sufistischen Gruppen, sagt, ja, wir haben zum Beispiel eine Form von Dhikr, wir sitzen im Kreis und brüllen Huha, Huha, als Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel. Und dann sagst du zu ihm, hier, der Prophet hat das nicht gemacht, dann sagt er, ja, mein Scheich, der hat das im Traum gesehen, im Traum ist ihm der Prophet a.s.w. begegnet oder irgendetwas ist ihm begegnet, hat ihm gesagt, mache dieses und jenes. Was sagen wir dann? Wir sagen dann, Allah sagt im Koran, in Sure 5, Vers 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet. Das heißt, Träume, die wahr sind oder die von Allah sind, die als Bushra, als frohe Botschaft kommen, kommen nicht für Tascharia. Die kommen nicht, um die Scharia, für die Legislation oder Akida-Inhalte zu bestätigen, weil der Prophet alles gebracht hat, was wir in der Religion brauchen. Ja? Weil hier kommen dann viele von den irregegangenen Gruppen, die brauchen ja irgendeine Legitimation, um ihren Anhängern einzureden, dass man unbedingt in ihren Tariqa reingehen muss, um dann auf dem richtigen Weg zu sein. Dann sagen die, ja, unser Scheich, der ist von den Aulia und der hat andauernd Träume. Oder die zweite Art, Ilham. Zweite Art Ilham, dass er praktisch eine Intuition hatte. Und das ist auch etwas, was nicht nur Propheten passiert. Weil zum Beispiel die Mutter von Musa a.s. hat ein Wahi auf diese Art bekommen. Das ist Sure 20, ich glaube Vers 18. إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ. Als wir deiner Mutter eingegeben haben, was wir ihr eingegeben haben. Okay? So, das heißt, aber wie ist das mit Ilham und mit Traum? Bei dem Traum beispielsweise, man weiß erst, dass der richtig ist, wenn es sich auch ereignet hat. Ja, man ist kein Prophet dadurch geworden. Oder durch ein Ilham, dass man irgendwie eine Intuition hat. Das ist wie ein Gefühl. Da fest nachzugehen, ja, die Sahaba, die haben nicht gesagt, ja, wir haben jetzt einen Traum gehabt, jetzt machen wir die Sache so und so oder jetzt ändern wir die Ibadah auf diese und jene Art oder wir machen eine bestimmte Art von Wicker und so weiter und so fort. Deswegen hier ist es ganz wichtig, dass man aufpasst, weil viele irregegangene Gruppen sich auf Träume und Ilham verlassen, um die Religion zu verändern und den Leuten einzureden, bei uns müsst ihr sein, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Und das haben wir heute oft. Ja? Es gibt oft Machtmonopole. Machtmonopole bei verschiedenen islamischen Gruppen. Jeder will irgendwas erzählen, damit die Leute auch bei ihm bleiben. Ja? Und man sieht dann diese Hypnose, die praktiziert wird. Ja? Der eine hypnotisiert die Leute mit der Scheich-Hypnose. Ja, der Scheich, der weiß es besser. Der andere hypnotisiert die Leute mit Mujahideen-Hypnose, das heißt, der dir kämpft, der ist besser als du. Das ist kein Maßstab in der Religion. Maßstab in der Religion ist Qal Allah, Qal Rasulullah. Und die Gelehrten oder Mujahideen oder was auch immer, Awliya, können alle Fehler machen. Das heißt, wir kehren nicht zurück hier, wir kehren in erster Linie zu Koran und Sunna zurück. Und jeder Muslim ist ein Bruder erstmal. Aber gerade die irregegangenen Gruppen, und wir haben es jetzt auch mit Leuten zu tun, insbesondere diese Scheich-Hypnose, ja, das ist eine Sache, die heutzutage sehr stark benutzt wird, um ein Fatwa-Monopol zu erreichen. Das heißt, du bringst einen Beweis von Koran und Sunna, dann sagt er dir, ja, aber der Scheich hat gesagt. Dann sagst du mir, der Scheich hat gesagt, das ist nicht unser Maßstab ist Koran und Sunna. Ich habe heute noch eine Diskussion mitbekommen, da wurde gesagt, wer den Islam nicht annimmt, geht in die Hölle, ist ein Käfir. Dann sagt dann einer, ja, ich habe mit meinem Hodja geredet und mein Hodja, der hat gesagt, man darf nicht zu jemandem Käfir sagen. Allah sagt im Koran zum Propheten, Kul ya ayyul kafirun, sprich, o ihr Ungläubiger. Und du sagst, dein Hodja hat gesagt, wir dürfen zu niemandem Käfirun sagen.
Und dann kommt wieder die Hypnose. Ja, aber der weiß ja mehr. Ja, der weiß mehr, aber das ist halt ein klarer Vers, der dieser Sache klar widerspricht. Ja? Und das ist halt was wir heutzutage sehr oft sehen. Ja? Und gerade bei vielen sophistischen Gruppen fängt man immer an, mit Ilham und Traum zu argumentieren. Deswegen hier vorsichtig. Wenn einer sagt, ich habe einen Traum gesehen, eine frohe Botschaft, okay. Wenn einer damit versucht, für sich ein Monopol zu erschaffen, folgt mir, weil ich habe den Traum, dann Vorsicht. Keiner, der rechtschaffend ist, wird sagen, folgt mir, weil ich habe Recht wegen einem Traum oder einem Ilham. Sondern wer rechtschaffend ist, sagt, folgt mir, wenn ich Koran und Sunna folge. Imam Malik hat gesagt, innama ana basharun mislukum uchti'u wa usib. Ich bin ein Mensch wie ihr, ich liege richtig und liege falsch. Fanzuru fi ra'i. فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فتركوه. Alles was mit Koran und Sunna übereinstimmt, nehmt. Alles was Koran und Sunna nicht übereinstimmt, das lasst. Das sagt Imam Malik. Imam Abu Hanifa sagt: حرام على من لم يعلم بالدليل أن يفتي بكلامي. Es ist verboten für jemanden, mit meiner Aussage Fatwa zu machen, wenn er nicht weiß, wo mein Beweis liegt. Imam Shafi'i sagt, wenn ihr etwas findet, was mit von mir, was ich gesagt habe, was von Koran und Sunna nicht übereinstimmt, schmeißt es gegen die Wand. Ja? Es gibt so viele Aussagen von den vier immer, wo sie diese Sachen sagen. Der Prophet sagte zu Abu Bakr, als er einen Traum gedeutet hat, ihr seid in manchen Sachen richtig und manchen falsch. Ibn Abbas hat gesagt, Yushikun tanzila alaykum hijaratu minas sama akuru qara rasulullah. Ich fürchte vor euch, dass Steine vom Himmel auf euch runter, bald auf euch runter regnen. Ich sage zu euch, der Gesandte hat gesagt und ihr sagt zu mir, Abu Bakr und Umar haben gesagt. Wer ist besser als Abu Bakr und Umar in dieser Umma? Und das sagt Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Okay? So, das ist eine ganz wichtige Sache für euch, dass ihr die behaltet. Ja? Jetzt muss man eine Sache dazu sagen. Die Träume der Propheten, die sind Offenbarungen. Ja? Die haben natürlich einen anderen Stellenwert als der Traum von jemandem, der rechtschaffen ist. Ja? Zum Beispiel, in der Sunna bzw. im Koran findet man einige Sachen, wo es wahre Träume gab. Ganz bekannte Geschichte, die Geschichte von Ibrahim a.s. mit seinem Sohn. In Sure 37 kann man das lesen. Oh mein Sohn, ich sehe im Traum, dass ich dich schlachte, so was siehst du? Wie siehst du das? Dann sagt er, oh mein Vater, du wirst mich, so Gott will, standhaft sehen. Sure 37 kann man das nachlesen. Das heißt, Ibrahim hat durch den Traum verstanden, dass er seinen Sohn schlachten muss. Aber natürlich, wenn heute jemand in seinem Traum sieht, er soll seinen Sohn schlachten, und er ist kein Prophet, dann soll er natürlich nicht seinen Sohn schlachten, sondern hier, wir haben es mit einem Prophet, mit einem Gesandten Allahs zu tun, mit einem von Ulul Azm. Der Prophet a.s. hat im Traum gesehen, ja, dass sie die Umrah gemacht haben und dass sie ihre Haare geschert haben, etc. Daraufhin ist er dann nach Hudaybiyah gegangen, wollte Umrah machen, ist dort aufgehalten worden. Ja. Und Umar al-Khattab war dann am Nachfragen, ja, aber du hast das doch im Traum gesehen, weil Umar al-Khattab wusste, dass der Traum vom Propheten eine Offenbarung ist. Und daraufhin meint der Prophet, wer hat denn gesagt, dass das in diesem Jahr ist? Kann ja auch später passieren. Das dazu. Das heißt, die Träume der Propheten sind wahr. So jetzt. Und da gibt es auch ein Hadith, wo der Prophet sagt, in Ruh al-Quds nafatha fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Ja? Also, mir wurde eingegeben vom Heiligen Geist, ja, dass keine Seele sterben wird, bis sie ihren Rizq, bis sie das Vermögen, was für sie vorbestimmt ist, aufgebraucht hat, vervollständigt hat. Dann, das war die erste Form. Das heißt, unter die erste Form, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمُوا اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا. Ja? Darunter fällt was? Wahre Träume und Ilham. Ja? Eine Art von Eingebung. Jetzt kommt das zweite. أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب. Oder hinter einem Hijab. Dass Allah mit jemandem redet, hinter einem Hijab. Auch hier gebe ich zwei Beispiele aus der Zeit des Propheten a.s. oder ein Beispiel aus der Zeit des Propheten. Bei Isra wal Miraj, ja, hat er Allah nicht gesehen,
sondern er hat nur Licht gesehen, weil sein Schleierlicht war der Hijab von Allah. Ja, der Schleier von Allah war Licht gewesen. Hat Allah nicht gesehen. Okay? Weil das verstehen einige Mist, die denken, haben dann Missverständnis, die denken, er hätte Allah gesehen. Ja? Wegen der Aussage auch von einigen Sahaben, aber hier ist mit gemeint, dass er den Schleier von Allah subhanahu wa ta'ala gesehen hat, der Licht war. Und natürlich, immer wenn wir Allah beschreiben, sagen wir, es ist völlig über unser Vorstellungskraft. Anderes Beispiel, Musa. Allah hat mit ihm auch hinter einem Schleier geredet. Aber beim Propheten über sieben Himmel und bei Musa natürlich nicht über sieben Himmel, sondern unten auf der Erde. Deswegen ist das, was der Prophet a.s. hatte, noch eine Stufe höher als das, was bei Musa a.s. passiert ist. Dann die vierte Art von Wahi. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, O Yursira Rasulen, oder er sendet einen Gesandten. Hiermit ist gemeint, ja, zum Beispiel, dass der Gesandte, Jibril, als Mensch kommt. Da haben wir ein ganz bekanntes Beispiel. Welches? Zum Beispiel der Hadith Jibril. Der ist ganz bekannt. Ja. Und manchmal können die anderen den Engel auch sehen, wenn er als Mensch erscheint. Und da gibt es auch einige Hadithe, wo Engel als Menschen jemandem erschienen sind. Das muss man dazu sagen. Die stehen auch im Bukhari drin. Ja. So. Aber manchmal konnten sie ihn sehen. Wie zum Beispiel bei Hadith Jibril, der von Umar al-Khattab überliefert wird. Ja, in Sahih Muslim. Da sagt Umar al-Khattab, Bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, ithtala alayna rajulun, shadidu bayadi thiyab, shadidu sawari sha'r. La yura alay atharu safa, wa la yarifu minna ahad. Das heißt, als wir beim Propheten saßen, erschien ein Mann mit sehr weißer Kleidung, und sehr schwarzem Haar, an ihm war keine Spur der Reise und keiner von uns kannte ihn. Was heißt das? Das heißt, die haben sich gewundert. Weil wenn wir ihn kennen würden, ja, und er hätte weiße Kleidung und die Haare sind schwarz im Sinne von, da ist kein Staub drin, dann ist das verständlich, aber hier, da ihn keiner kennt, das heißt, der muss gereist sein, dann müsste eigentlich seine Kleidung dreckig sein, etc. Wer ist das? Dann hat er sich zum Propheten gesetzt und fragt ihn über die Religion. Am Ende sagte, nachdem er die Frage über Islam und Iman und Ihsan gestellt hat, fragte der Prophet Umar, Ja Umar, atadri man isa'il? O Umar, weißt du, wer der Fragende war? Da sagte Umar, Allahu wa Rasulu alam. Allah und der Gesandte wissen es besser. Dann sagte er, fa'innahu Jibrilun atakum yu'allimukum dinakum. Das war Jibril. Der kam, um euch eure Religion beizubringen. Das ist Jibril, der kam, um euch eure Religion beizubringen. So, jetzt kommt eine wichtige Sache. Also das heißt, Jibril kommt manchmal als Mensch. Jetzt kommt die fünfte Art. Jibril erscheint in seiner Engelform. Und was wird da berichtet, wie viel Flügel er hat? 600. Jetzt kommen Leute, Koraniyun oder Leute, die Zweifel am Islam wecken wollen, sagen, wie soll er 600 Flügel haben? Das widerspricht dem Koran. Allah sagt im Koran. Was sagt er dort? In Sure 35, Vers 1. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Gesegnet sei Allah, gelobt sei Allah, der Schöpfer der Himmel und der Erde, der die Engel zu Gesandten gemacht hat, mit zwei Flügeln, drei Flügeln und vier Flügeln. Hier, da steht doch, Allah hat die Engel zu Gesandten gemacht, mit zwei Flügeln, drei Flügeln und vier Flügeln, und jetzt sagt Buhari, der hatte 600 Flügel. Was sagen wir jetzt? Lies mal den Vers weiter. Yazidu fal fi khalki ma yasha. Inna Allah ala kulli shay'in qadir oder innahu ala kulli shay'in qadir. Das heißt, er fügte seiner Schöpfung hinzu, was er will. Allah hat Macht über alle Dinge. Das heißt, eigentlich in dem Vers wird schon darauf hingewiesen, dass er auch noch mehr haben kann. Wenn ich sage, ich habe ein blaues Auto, ein rotes Auto, ein gelbes Auto, heißt nicht, dass ich auch noch ein violettes Auto habe. Okay? Nochmal kurz, Sure 35, Vers 1. Ja? Kann man sich merken, Alhamdulillahi fatir as-samawati wal-ardi, ja'ilil malaikati rusulan, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba, yazidu fil khalki ma yasha, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Ja, genau, wie ich es eben gesagt habe. Okay? So.
Dann die sechste Form ist, und da sagt der Prophet, a.s., dass der zweite Hadith in Sahih al-Bukhari, da wird der Prophet nach dem Wahi gefragt. Wie kommt al-Wahi? Und da sagt der Prophet, das kommt manchmal zu mir wie ein Mann, wie ein Engel, und manchmal kommt es zu mir wie das Klingeln von Glocken. Und das ist die schwerste Form für mich. Ja? Und wenn es dann von mir weggeht, habe ich das aufgenommen, was mir gesagt wurde. Und Aisha berichtet, dass sie ihn gesehen hat, dass der Schweiß von seiner Stirn tropft. Und hier kommt etwas Wichtiges. Allah sagt im Koran über den Wahi, Inna sanulki alayka kaulan thaqila. Wir werfen ein schweres Wort auf dich. Und hier wird berichtet, dass der Prophet, während er Wahi bekommen hat, auf einem Kamel saß und Suratul Maida wurde offenbart und das Kamel ist eingesunken. Also ist zusammengebrochen sozusagen. Es konnte ihn nicht mehr halten, weil der Prophet zu schwer wurde. Es wird berichtet, dass er seinen Schenkel über den Schenkel eines anderen hatte, bei einem Sahabi, die haben irgendwie gesessen, und dass der Sahabi gedacht hat, und das wird von verschiedenen Sahaben überliefert, das wird gesagt, dass das Ibn Maktum passiert ist, dass das Zayd ibn Thabit passiert ist und Zayd ibn Harith. Ich habe drei verschiedene Namen gefunden. Ja. Es kann sein, dass das öfter passiert ist. Und der Sahabi sagt, dass er das Gefühl hatte, dass sein Oberschenkel bricht. Ja. Das erstmal dazu. So. Jetzt kommen wir nochmal kurz zu einer anderen Sache, die ich erwähnen will, was diese Wahi-Angelegenheit, Offenbarungsangelegenheit angeht. Das heißt, um nochmal darauf einzugehen, ich fasse das nochmal kurz zusammen. Ja. Sure 42, Vers 51. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. Okay? Also, erste Kategorie. Es gezielt für einen Menschen nicht, dass Allah mit ihm spricht, außer durch eine Offenbarung, durch Wahi, durch Offenbarung. Was ist damit gemeint? Imam al-Barawi sagt in seinem Tafsir, ein Tafsir von Salaf, richtiger Traum, wahrer Traum und Ilham. Okay, zweite Sache, أو من وراء حجاب oder hinter einem Hijab. Okay, das sind jetzt insgesamt drei Formen. Und jetzt nochmal, أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما يشاء oder er sendet einen Gesandten, der offenbart, was er will. Da haben wir drei Formen erwähnt. Erstens, der Gesandte kommt als Mensch. Zweitens, der Gesandte kommt, also der Gesandte Jibril, kommt in seiner Form als Engel, in seinem originalen Bild. Er ist dem Propheten so zweimal erschienen. Einmal bei Isra al-Miraj. Wara'ahu nazratan ukhra inda sidratil muntaha. Ja, das steht in Surah An-Najm in der 53. Sure. Und kurz bevor die Sure Mudathir herabgesandt wurde. Weil ich habe jetzt bei meiner Recherche gesehen, ich habe es von zwei Schuyuch auch gehört, ja, dass sie gesagt haben, bei dem ersten Mal in der Höhle wäre er in seiner Form als Engel gekommen. Ja, und ich war ehrlich gesagt, weil ich hab sehr viel über die Sira gelesen und mir war eigentlich klar, auch von dem Hadith in Bukhari, dass das war, als der Prophet die zweite Offenbarung bekommen hat, als er zu den Bergen gegangen ist und sah Jibril auf einem Thron zwischen Himmel und Erde. Jetzt könnte natürlich jemand fragen, der Prophet a.s. hat gesagt, das war der Engel, der mir in der Höhle begegnet ist. Ja, wieso hat er ihn wiedererkannt? Dann sagen wir dazu, es gibt verschiedene Erkennungsmerkmale. Es kann die Stimme sein, es kann alles Mögliche sein. Es kann die Stimme sein, es können verschiedene Zeichen sein, die ihn erkennen lassen haben. Der Mubarak ibn Nawfal hat ja zu ihm gesagt, Hada Namusul Akbar, das ist der Namusul Akbar. Namus, ja, nicht Jesus, sondern Jamus, das ist der das ein Geheimnis von Allah hält, ja? So, der zu Musa herabgesandt wurde. So. Das heißt, das ist eigentlich die Stelle, wo Jibril in seiner Form als Engel herabgekommen ist, Wallahu alam, und nicht in der Höhle. Was dagegen spricht, in der Höhle ist, weil der Engel den ganzen Horizont versperrt in seiner Größe. Das ist das auch, was vom Propheten berichtet wird, mit 600 Flügeln. Das heißt, in der Höhle, ja, die Höhle ist sehr klein, deswegen ist das etwas, was wir als sehr unwahrscheinlich sehen. Ich habe dann extra nochmal
zwei Schuyuch angerufen von mir, haben sie auch gefragt, also einen aus Marokko und einen aus Ägypten. Und der eine ist ein großer Schüler von Abu Khubza, ja, das ist ein großer Alim aus Marokko, und der andere ist ein Doktor von der Azhar. Und die haben mir auch gesagt, dass das, was ich denke, also das, was ich verstanden habe, richtig ist. Dass es also nicht in der Höhle gewesen ist, sondern dass das danach gewesen ist. Ich wollte da nur nochmal drauf eingehen, weil ich gemerkt habe, dass das viele so sehen. Und ich habe ja auch erklärt, warum das nicht richtig ist. Ja? Okay, das erstmal kurz dazu. So, dann will ich noch etwas sagen zu diesen ganzen Scharlatanen. Weil viele Scharlatane, wie gesagt, die wollen ein Monopol haben. Ja, die wollen, dass man ihnen alleine folgt. Deswegen werdet ihr immer sehen, wer wahrhaftig ist, sagt, folgt nicht mir, folgt dem Beweis. Wenn ich was richtig sage, nimm von mir. Wenn ich was Falsches sage, dann lass es. Okay? Aber Scharlatane versuchen immer für sich eine besondere Stellung einzunehmen. Sie sind unschlagbar, sie sind die Besten, sie haben am meisten Wissen und so weiter und so fort. Und gerade bei einigen sophistischen Sekten, bei einigen Tariqats ist das so, dass sie sich berufen darauf, dass ihre Schuyuch ein Wahl bekommen. Dann siehst du dann, jemand schreibt ein Buch, voller Meinung, es wird so gut wie, und deswegen achtet darauf, das ist gerade auch für die Jugend wichtig, wenn ihr ein Buch seht, wo so gut wie keine Hadithe erwähnt werden, keine Quelle angegeben wird. Ja? Wir haben jetzt fast die ganze Zeit nur Quellen angegeben. Das steht im Bukhari Hadith 2, Hadith 3. Schaut euch die Verse an. Wir geben extra die Nummer an. Ja? Weil in einem arabischen Land, die Brüder und Schwestern dort, die wissen meist, es ist ein Koranvers. Aber hier, ihr könnt nachlesen. Ihr könnt nachlesen, nachschauen und könnt euch das nochmal durchlesen und schauen, ob das, was wir sagen, ja, dem logischen Menschenverstand widerspricht oder entspricht. So. Auf jeden Fall. Sie versuchen dann, ihren Sonderstatus, den sie für sich in Anspruch nehmen, damit den Anspruch zu nehmen, dass sie behaupten, ihre Schuyuch bekommen ein Wahi. Und dann kommen sie mit Versen vom Koran. Zum Beispiel. وَأَوْحَ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا Sura 16, Vers 68 und 69. Und Allah hat der Biene eingegeben. Hier wird dasselbe Wort benutzt, Wahi. Aber natürlich, was von Wahi kommt, Auha. Aber natürlich das Wort Wahi, ja, das ist nicht unbedingt, da ist nicht unbedingt mit gemeint eine göttliche Offenbarung im Sinne von prophetischer Offenbarung oder eine Offenbarung in der Scharia, in dem, wie man Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, sondern das ist die Natur, mit der die Biene sozusagen erschaffen wurde. Dann, mit Wahi kann auch manchmal können schnelle Zeichen mit gemeint sein. Zum Beispiel sagt Allah in Surah 19, Vers 11, فَخَرَّجَ عَلَى قَوْمِ über Zakaria, فَخَرَّجَ إِلَى قَوْمِهِ مِنْ مِحْرَابِ فَأَوْحَا إِلَيْ مَنْ سَبِّحُ بُكْرَةَ وَعَشِيَا. Ja, das ist in Surah 19, Vers 11, ja, und er trat raus zu seinem Volk. Ich lese mal kurz die Übersetzung davon vor. Inshallah. Ja. So kam er zu seinem Volk aus dem Gebetsraum heraus und gab ihnen dann zu verstehen, Zeichen, preist morgens und abends. Hier wird aber das Wort Wahi benutzt. Und mit solchen sprachlichen Argumenten kommen sie dann, weil im Arabischen ist es oft so, dass wir bestimmte Wörter haben, die mehrere Bedeutungen haben. Ja. Und dann versuchen sie damit halt, Zweifel zu wecken. Und das passiert sehr oft. Deswegen mein Ratschlag an die Jugend. Schaut immer das, was klar und deutlich ist. Und lasst euch nicht immer irgendwie einen erzählen. Und wenn jemand kommt mit einem Scheinargument oder einen Hadith leugnet, bevor ihr den Hadith leugnet, ja, und so euch überhastet da reinschürt, schaut erstmal, was euch jemand sagt, der mehr Wissen hat. Wie das, was ich eben gesagt habe. Also ein ganz bekanntes Beispiel von den Koraniyun, von den sogenannten Koraniten. Ja? Wie kann Jibril 600 Flügel haben, wenn Allah im Koran sagt, Ja'ilil malaikati uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Wenn du jetzt jemanden fragst, der mehr Wissen hat, der sagt, er hat die Engel, wie gesagt, zu Gesandten gemacht mit 2, 3 und 4 Flügeln. Wie 600 Flügel? So. Wenn du jetzt jemanden fragst, der mehr Wissen hat, und Bukhari konnte den Koran auswendig, der sagt dir, ja. Danach sagt Allah, Yazidu fi khalqi ma yasha. Er vermehrt in seiner Schöpfung, was er will.